Hallo und willkommen zurück hier zu einer neuen Kartenvorstellung im LS22. Das ist die dritte Karte, die Giants rausgebracht hat mit dem LS22. Es ist die Erlengrad. Die Erlengrad, bekannt aus dem LS19 als DLC und hier im 22er als dritte Karte verfügbar. Ja, die Schweiz, wunderbar. Schweizer Alpen und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und zwar mit dem Besten. Und jetzt habt ihr es vielleicht schon gesehen, es wurde gerade unten eingeblendet. Es ist die einzige Karte, wo ihr von Beginn an Tiere habt. Ihr habt hier 15 Rinder, 10 Holstein und 10 Schweizer, nee, Entschuldigung, 5 Schweizer, ja, wie auch immer die heißen hier. Wir können aber gerne mal reinschauen, dann wissen wir es nämlich genau. Und zwar die braune Schweiz, Brown Swiss. Und eben die Holstein, 10 Stück. Ja, Gesundheit, Reproduktion ist alles super. Produktivität ist gesunken. Warum ist es gesunken? Ne, es ist gestiegen, Entschuldigung. Das war bei 0, wo wir angefangen haben. Ich habe es nämlich jetzt schon hier 1-2 Stunden laufen. Ich habe keine Ahnung, ich hatte so 5. Habe mich jetzt vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde hier auf der Karte umgeschaut, weil ich gesucht und gesucht habe. Und um es kurz zu machen, es ist schon gestiegen, die Produktivität. So ist es. Wir hatten vorher 10 Liter, jetzt haben wir 11. Ich glaube, so in etwa kann man das sehen. Ja, Wasser, dann braucht er Mischration Heu und Gras und dann habt ihr das schon. Und wenn wir schon dabei sind, dann blenden wir auch gleich mal den Hof ein. Der ist nämlich genau dasselbe wie im DLC, im 19er, na, dieses Gebiet hier. Und wie gesagt, ihr habt auch hier die Möglichkeit, wieder diese Areale alles zu kaufen. Aber ihr seht schon, preistechnisch im oberen Bereich. Ja. Aber das war es, glaube ich, ja damals auch im DLC genauso. Da waren die Landstücke ja auch kein Pappenstiel. Aber das, so viel erstmal dazu. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den Hof an. Und zwar fangen wir gleich hier hinten an. Wir haben ja hier die, jetzt muss ich überlegen, das ist die westliche Ausfahrt. Westliche, naja gut, man könnte, nee, östliche, Entschuldigung. Die südöstliche Ausfahrt hier zur Straße, genauso wie sie war. Dann haben wir hier einen Wassermilchtanker, noch einen Wassertanker, ein Ballengerät. Ich denke mal, das sind Rundballen. Ja. Und dann haben wir hier einen Ladewagen. Wir haben hier was zum Schwaden. Wir haben hier was zum Wenden und natürlich um die Ballen aufzunehmen, wenn wir welche machen. Dann haben wir ein Silo. Es ist wie immer nichts drin, wie in den anderen zwei Karten auch. Kein Füllstand vorhanden. Ein kleiner Bunker, Silo-Bunker. Silage-Bunker, Entschuldigung. Und natürlich hier hinten auch die kleine Güllegrube, wo ihr entweder was reinfüllen könnt oder was rausnehmen könnt, wenn ihr zu viel davon überhabt. Eine kleine Tankvorrichtung. Na, könnt ihr mit Treibstoff befüllen. Und hier auch als einziges von den drei Karten hat diese hier eine eigene Reparaturstation und Modifikationsstation. Ne? Einfach hier R drücken und dann geht's los. Ja. Ja, die Schweiz ist eben in manchen Sachen vielleicht voraus. Natürlich wieder unser Wasserspender. Auch hier kostet Wasser Geld. So wie immer 10 Cent der Liter. Und dann geht's los. Von Welger der Ladewagen. Dann haben wir hier unseren Bührer. Und das dazugehörige, na, wie heißt es? Fluggerät. Kam jetzt nicht drauf. Dann haben wir hier den Lindner, müsste das sein. Jawohl, also Lindreck. Und Frontladerkonsole mit Ballen als auch mit Schaufel für die Tiere zum Säubern eventuell. Und hier unseren Elektro-Rigidrag. Ja. Da haben wir eigentlich eine Ladestation dafür. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Doch, da vorne, ne? Ja, da ist er. Hier ist er. Da hatte ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber sie steht dort, wo sie immer steht. Wo sie auch im DLC stand. Wunderbare Sache. So, dann haben wir natürlich vorne unser Farmhaus noch. Auch wie gehabt. Der Schuppen hier hat keine Bedeutung. Ich weiß nicht, wo der dazugehört. Auf alle Fälle muss ich mal schauen, ist denn dieser Stall jetzt mit 15 schon voll? Oder geht hier noch was? Das sieht man leider nicht. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Man müsste da mal in die Produktion bei dem Gebäuden schauen, wie das da ausschaut. Aber ich möchte dieses Tutorial hier, oder was heißt Tutorial, diese Map-Vorstellung für die Erlengrad nicht in die Länge ziehen, denn sie ist eigentlich bekannt und es hat sich nichts verändert. Ja, das ist es. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal die Umgebung an. Na, ihr seht, genau dasselbe hier unten, die Felder, dann hier oben, wo es ins Gebirge ging, wo ihr Holz machen konntet, etc., Wiesen bearbeiten und so weiter und so fort. Und natürlich,
Fangen wir wieder mit den Abladestationen an, wo ihr etwas verkaufen könnt. Hier hinten beim Viehhandel. Ganz klar, dann haben wir hier so eine Art Lager. Das Komische ist, ihr könnt dort einlagern als auch auslagern, aber wenn wir auf Auslagern gehen, dann sehe ich da nichts. Aber es wird zumindest so angezeigt, wenn wir dort vor Ort sind. Könnte ich das gerne mal hier selber anschauen. Na? Da seht ihr es, da rein und hier auch wieder raus. Aber ich weiß es nicht, ob das ein Zwischenlager für euch ist. Ich habe das DLC nicht gehabt, ich kenne das Gebäude nicht. Vielleicht kann das, erkennt das einer von euch, beziehungsweise kann das einer von euch dann deuten, ob das so ist, ob das ein Lager ist, was uns gehört. Momentan gehört es nicht uns, ob wir es dort einlagern können gegen Geld oder ob wir dort auch mal was holen können, was wir vielleicht brauchen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir wieder hier die Zugstation. Ach, gehört das zur Zugstation vielleicht? Das habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Alles klar. Gehört zum Zug. Dann ist es die Überladestation. Vergesst es. Aber ich weiß nicht, warum man es dann wieder auslagern kann. Okay, weil man es vielleicht einlagert, um in den Zug zu überladen. Und wenn man das nicht will, kann man es wieder rausholen. Ich weiß es nicht genau. Na, dieser Zug fährt hier nach Felsbrunn in beide Richtungen. Und wir haben natürlich hier auch unseren eigenen Silo auf unserem eigenen Hof. Wir haben hier auch wieder eine Überladestation. Natürlich, das hätte ich dran denken können. Und wenn wir jetzt hier hinspringen, werden wir bestimmt dasselbe Symbol haben, genau rein und raus. Ja, so ist es halt. Ja klar, wenn ich es hier einlade, hier wieder abgieße, kann ich es mir hier wieder rausholen. Ist zwar ein bisschen umständlich, weil der Zug mich ein bisschen Geld kostet, aber die paar Euros für die Strecke, das fällt ganz, ganz locker ab, denke ich. So, dann haben wir hier noch in der Stadt die Spinnerei, wo wir natürlich unsere Wolle und unser Baumwolle eventuell verkaufen können, wenn wir das wollen. Und Supermarkt, der nimmt halt alles andere Mögliche. Ne? Da können wir ruhig mal schauen. Felsbrunn, Mühle, Supermarkt, also der nimmt es auch. Unverarbeitet, wie ihr seht. Da geht schon was bei der Milch. Die Milch ist am Sinken im Supermarkt. Hackschnitzel nimmt er nicht. Aber der Zug zum Beispiel, wenn es nach Felsbrunn geht, Kuchen im Supermarkt. Und auch Kleidung können wir dort verkaufen. Möbel. Ja, also das ist so ein Allgemeinverkäufer, der hier alles nimmt. Ja. So ein richtiger großer Superstore. Ja, das sind die Sachen, wo wir etwas abladen können. Dann haben wir natürlich auch Punkte, wo wir etwas laden können. Und auch auf dieser Karte gibt es drei Tankstellen. Wir haben eine am Hof. Na, die müssen wir bloß befüllen, den Tank irgendwie. Da müssen wir von der Tankstelle was holen, dann auffüllen und dann haben wir vor Ort was. Dann haben wir natürlich hier eine Tankstelle und hier eine Tankstelle, ganz klar. Wir haben hier unten eine Kalkstation. Wir haben hier eine Kalkstation und wir haben hier ein Sägewerk. Dann haben wir hier noch den Güllebehälter, wo wir auch etwas holen können von den Kühen halt. Na? Und die Elektroladestation, da können wir natürlich auch was holen. Gut, dass es so ist, ja. Und natürlich unser Wassertank. Das sind die Sachen, wo wir etwas holen können. Wie gesagt, Wasser kostet Geld. Ich finde es gut. Gibt viele, die es bestimmt nicht mögen. Ich finde es total klasse. Dann haben wir hier drüben die Biogasanlage und ich würde sagen, wir springen einfach mal rüber. Ist genau wieder so ein Riesenklopper. Na? Also hier kommt dann wahrscheinlich die Gärreste raus, würde ich mal sagen. Ja, hier könnte man vielleicht Gülle einfüllen. Ich weiß es nicht genau. Was haben wir hier? Hier können wir Ballen reinwerfen. Und sonstiges. Und wir schauen mal, was sie kostet. Oh, die ist aber preiswert hier. Kostet nur 480.000. Ist aber auch nicht so ein Riesenklopper, ne? Also, ja, ein bisschen verschenkter Platz vielleicht. Wir haben hier zwei Silagebunker und hier ist jede Menge Platz. Aber da kann man ja auch noch Gerätschaften hinstellen. Ja, hier haben wir die Waage. Das ist wirklich eine Mini-Anlage. Also ganz ehrlich. Ja, also bin ich ein bisschen gerade stutzig. Wie gesagt, ich habe die Karte nie gespielt, aber Biogasanlage steht nicht immer eine Leistung dahinter. Okay, dann ist es so. Dann haben wir hier unten natürlich die Käserei. Die Käserei ist, denke ich, auch ganz klar so, wie sie war. Ihr habt hier einfach kaufen das gute Stück. Ja, 50.000. Und dann ist hier um die Ecke irgendwo bestimmt der Anlieferungspunkt. Müssen wir mal schauen. Genau. Hier würde das dann also spawnen an Käse. Und hier müsst ihr das Zeug dann abkippen. Die Milch wahrscheinlich. Ist jetzt nicht ganz so mit den Abkippsymbolen vielleicht so ideal gelöst. Denn vielleicht sollte da ja doch irgendwie eine Zapf- oder eine Pumpanlage da sein. Aber okay, dann ist es halt so. Hier haben wir die Mühle. Kostet auch mal schlappe 96.000. Ist schon ein teures Ding gegenüber den anderen Sachen. Ist aber auch eine gewaltige Anlage, ne?
Da kann man nicht meckern. So, hier einfach abkippen und hier spawnt dann das Produkt, was ihr hier herstellen wollt. Ansonsten haben wir hier noch in der Stadt den Chocolatier. Na, schöne Schweizer Schokolade, lecker. So, hier kann man abkippen, obwohl hier eigentlich das Spawnpunkt ist. Gut, dann wird hier das Spawnpunkt sein. Okay, damit ist das geklärt. Also da abkippen, da abholen. Und wir schauen mal, was die kostet. 50.000, das ist doch ein Schnäppchen für schöne Schweizer Schokolade. Und hier haben wir noch das Sägewerk. Ja, ganz klar, können wir auch kaufen, wenn wir wollen. Kostet das gute Stück. Ach nee, das ist der Holzverkaufspunkt. Wo ist denn hier? Hier kann ich es kaufen. So. 100.000, das ist wieder eine kräftige Summe, finde ich. Also hier auf alle Fälle spawnen dann die Bretter oder was auch immer hier hergestellt wird, was hier einstellt. Und ihr könnt natürlich hier dementsprechend dann hier auch Baumstämme und ähnliches abkippen. Hier könnt ihr übrigens euer Hackschnitzel wieder abholen. Na, das ist auch eine nette Sache. Und wir werden mal ganz kurz hier dieses Objekt der Begierde kaufen. Und dann schauen wir einfach mal. So. Damit haben wir es gekauft und ich gehe mal hier in das Regal und dann können wir Holzbretter herstellen, ne, bei diesem Gerät. Müssen wir 60 Liter, ich sag mal, Rohbäume, also Holz liefern, dann kriegt man 80 Liter Bretter raus und 3 Liter Hackschnitzel pro Zyklus. Es gibt 5 Zyklen in der Stunde, also müssen wir 300 Liter rein, kriegt man 480 Liter, Entschuldigung, 300 Liter rein und wir kriegen 400 Liter raus und 15 Liter Hackschnitzel. Ist nicht der Brüller, aber so ist es halt. Ein bisschen Kleinvieh, oder wie sagt man so schön, Kleinvieh macht ja auch Mist, sowas. Ja, und das ist es einfach. Das ist das hier, das Sägewerk. Da hinten ist nichts mehr. Und das soll es eigentlich auch für das Sägewerk gewesen sein. Wir schauen nochmal weiter, was haben wir noch? Wir springen nochmal zur Käserei zurück. Warum springen wir hier zurück? Weil wir gehen mal hier in den Hof. Ihr habt nämlich hier auf den anderen Karten auch, ihr erinnert euch, auf der Elmkrieg habt ihr 100 Objekte, die ihr finden könnt. Auf der Oberlaron könnt ihr 20 finden und hier sind es 12. Und et voilà, c'est très magnifique. Da ist der Käse. La fromage. So, ja, und ihr seht es schon mit R aufsammeln. Wir drücken einmal. Du hast eine Käseecke gefunden. Es sind noch 11 weitere versteckt. Und natürlich überprüfen wir das hier wieder in unserer Anzeige. Wo war es? Ich glaube, die war es. Und da haben wir eins von 12 schon gefunden. Seht ihr? So einfach ist das. Ansonsten ist die Karte euch vielleicht bekannt, wenn ihr euch das DLC im 19er geholt habt. Nach meines Erachtens hat sich, glaube ich, nichts verändert. Die Produktionen sind hier zum Laufen gebracht worden, die ja ursprünglich schon den Anschein machten, als ob es mal Produktionen werden. Und mehr ist eigentlich dazu auch nicht zu sagen. Tiere haben wir hier schon am Hof verbaut. Ist die einzige Karte, wo wir Tiere verbaut haben. 15 Kühe, 10 Holstein und 5 Schweizer. Was waren? Was war's? Schweizer Kuhsorte. Braune Schweizer waren es, glaube ich. Braun Swiss. Ja, so war es, glaube ich. Ja, Helfer haben wir nicht. Missionen gibt es hier natürlich auch. Dann Verschiedenes. Na, wie zum Beispiel hier die Werkstatt, unser Haus. Da könnt ihr den Zug mieten an den verschiedenen Stationen. Ne? Dann könnt ihr hier Viehhandel und natürlich Fahrzeughändler. Der ist mitten im Zentrum. So wie sonst auch. Da hat sich nichts verändert. Ich weiß nicht, ob der vielleicht vom Platz ein bisschen größer geworden ist, kann aber auch täuschen, dass mir das nur so vorkommt. Ja, und mehr ist es eigentlich nicht. Wie gesagt, die Erlengrad hat sich nicht wirklich verändert. Aber wer es mag, bitte gern. Am Hafen wäre vielleicht noch irgendwas Schönes gewesen, was man noch hätte einfügen können. Aber ist nicht. Und dann soll es das auch gewesen sein. Wie gesagt, wer sie aus dem 19er kennt, wird hier auch seinen Spaß haben. Ich finde sie eigentlich. Na, geh mal hier hin. Eigentlich finde ich sie richtig toll. Zumal sie schon mit Tieren startet. Das ist die einzige, die mit Tieren startet. Aber natürlich sind die Traktoren jetzt nicht unbedingt weltbewegend. Ne? Hier haben wir einen Elektrotraktor, hier haben wir einen Lindtrek, der zwar für das hier geeignet ist, und ein Bührer. Der Bührer ist, glaube ich, der stärkste. Ich weiß nicht, der hat 90 oder 95, der hat 100 oder 110. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Ist es nicht unbedingt die beste Technik für diese Landschaft hier? Das muss man einfach mal klar und deutlich so sagen. Kann am Anfang etwas mühselig werden, aber unterm Strich wird es sich irgendwann lohnen. Ne? Ja, und das soll es gewesen sein aus der Schweiz. Die Erlengrad im LS22 mit dabei. Diesmal nicht als DLC, sondern als Karte,
Wie gesagt, Giants nimmt ja immer eine Karte aus dem Vor-LS und das ist eben diesmal die Erlengrad. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like, einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns wieder, wenn ihr mögt, wenn es neue Karten gibt, hier auf diesem Kanal. Ich bin gern bereit, sie euch zu zeigen, zu vorzustellen und vielleicht auch mal was zu finden, was nicht jeder sieht oder was andere, wo andere über den Weg geschaut haben. Ganz einfach. Ja. Und das war's. Dann sage ich Grüezi wohl und auf bald. Ciao, ciao.